So, meine Freunde, dann geht es jetzt los mit dem Zusammenbau von dem 1000-Euro-PC. Ich habe natürlich schon mal ein paar Sachen vorbereitet, also zumindest alles soweit ausgepackt. Da hinten steht noch der Rest, damit ich das alles gleich zur Verfügung habe und wir das dann alles schön zusammenbauen können. Als allererstes ist natürlich klar, muss ich erstmal die CPU-Kühlervorrichtung am Mainboard anbringen. Damit werden wir uns gleich als erstes beschäftigen. Aber ich werde eins tun, was ich sonst nämlich immer vergesse und mir dann erst auffällt, wenn ich das Mainboard bereits eingesetzt und eigentlich so gut wie fertig bin. Dieses schöne Teil hier, ne? Diese Blende hinten, kennt ihr vielleicht selber, das vergesse ich. Und dann ist es scheiße, dass ich alles wieder rausrufen muss, weil das nicht reinkriegt. Also mache ich das jetzt direkt ins Gehäuse rein. Zum Glück kann ich das Ding ja hier mobil bewegen, ne? Darum war das schöne Teil, ne? So, und dann hauen wir das einfach jetzt mal von innen direkt ran. So. Also ich muss ja dazu sagen, von ASRock der Kram, der sieht hinten ein bisschen eigenartiger aus, ne? Also da hätten sie sich echt eine schönere Blende einfallen lassen können, aber naja, erstmal weg mit dem Ding. Dann fangen wir gleich mal an mit dem Mainboard jetzt. So, was haben wir hier? Muss ich gleich mal nach Anleitung gucken, weil ich nicht weiß, für welchen Sockel ich welche Vorrichtung anbringen soll. Da muss ich kurz gucken, weil ich ein Intel draufschraube. Muss ich die abstellen? So komme ich davon da aus besser ran. Ich kann das dann auch hier gleich positionieren. So, da. Okay. So passt das. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich die anderen Komponenten auf der Gegenseite schon mal anschrauben kann. Wie gesagt, bevor ihr natürlich irgendwie mit Hardware-Teilen zu tun habt, denkt dran, euch zu entelektrisieren oder zu magnetisieren, was auch immer, wie man das nennt. Ne, ihr wisst Bescheid, an Heizkörper, an eine unlackierte Stelle fassen, um danach dann im Endeffekt auch mit der Hardware umgehen zu können. Ne? Ich habe jetzt hier die Komponenten schon drauf. Im Endeffekt. Na, stellen wir mal so mit Komponentenhobbitte. So, und jetzt muss das hier noch ran. Und auf der entgegengesetzten Seite natürlich auch noch, wenn ich das dann nicht wegdrehe hier. So. Haben wir das auch dann geschraubt. Ne? Jetzt seht ihr es im Endeffekt nochmal. Ich habe jetzt hier, ne, die vier Schrauben oben drauf, um am Ende hier die Backplate damit auch zu befestigen. Das haben wir jetzt. Jetzt müssen wir im Endeffekt die Schienen mit anbringen. Und zwar diese kleinen Komponenten-Dingens hier, die am Ende natürlich die Halterung für den Gehäusekühler überhaupt darstellen. Weil jede dreckige CPU-Kühlung ist anders zu montieren. Also ich muss euch sagen, das Dark Power Pro oder Dark Rock Power Pro, was ich in meinem letzten PC noch drin hatte, das war eine Scheißarbeit. Das ist ja so ein Block. So ein riesen Kühlerblock. Das Ding, die Mainboard-Halterung dafür hättet ihr euch angucken müssen. Alter Schwede, ey, das ist... Wenn ihr das Dark Power oder Dark Rock Power Pro sehen wollt, nee, Dark Rock ist das Ding. Das Dark Rock. Müsst ihr auch mal in meinen YouTube-Playlist gucken bei Real Life. Da müsste auch ein Zusammenbau von einem PC sein und da ist das Ding schon fertig montiert. Das ist im Endeffekt der alte PC von mir, den ich ja nochmal einen neuen Schliff verliehen habe, damit man damit noch was schön anfangen kann.
So, jetzt haben wir das auf jeden Fall ein bisschen. Jetzt seht ihr das auch ein bisschen besser, nehme ich mal an. Könnt jetzt natürlich auch noch der Belichtung noch mit schön zuhauen. So, weiß nicht, ob man das jetzt noch besser sieht. Jetzt komme ich mir ein bisschen steril vor. Müsst ihr mir mal sagen, ich mache das mal wieder aus. Ist gleich, oder? Macht einen Unterschied. Wenn ihr Licht haben wollt, müsst ihr Bescheid sagen. Genau. Und schon haben wir im Endeffekt die Platte jetzt erstmal dafür fest. Guti. So, wenn wir jetzt mit dem Kram fertig sind, dann gibt es jetzt eigentlich nur noch Folgendes zu tun. Ich werde jetzt erstmal die CPU schon mal auf den aufs Mainboard packen, weil ich keine Lust habe, das am Ende wieder alles auszunehmen. Also jetzt kommt im Endeffekt der Moment, an dem wir unseren schönen i7 hier drauf packen. So. Da haben wir ihn. Da haben wir das Glanzstück. Ich halte ihn noch mal kurz in die Kamera. So, haben wir ihn. Da. Stellt er scharf. Jupp. Der hoppt dann einmal. Und jetzt geht es ja wieder danach, die Rille zu finden. Die Rille, die Nille. Zum Zack, Zack, Zack. Und schon ist der CPU drauf. Okay, haben wir das erstmal geschafft. Jetzt geht es wieder zur Kontaktplatte zurück. Dass ich die da richtig drauf mache. So, Arbeitsspeicher ist dran. Und jetzt gucken wir mal, ob das dann so passen würde. So, ja, die Kontakt, also ihr kennt das im Endeffekt mit der Wärmeleitpaste, ne? Die ist hier schon komplett drauf. Ja, auch schick angegeben. Jetzt packe ich das nur natürlich drauf. Gut, drauf ist er. Der Nachteil, meine Freunde, an dem Ganzen, was ich jetzt ehrlich sehe und bemerke, ist, dass ihr den Arbeitsspeicher nicht rausbekommt, ohne den Kühler abzunehmen. Finde ich ein bisschen kacke. Ein bisschen ist gut, aber man muss ja eigentlich auch nicht allzu oft an den Arbeitsspeicher ran. An sich sieht es ganz geil aus, ich kann euch das mal zeigen.
Ist ja an sich hier ganz oben ganz geil gemacht, ne? So von oben. Der hat schon was, ne? Sieht so ein bisschen aus wie ein kühler Grill von der Auto, ne? Von der Auto. Und hier haben wir es dann im Endeffekt so von der Seite. So liegt das jetzt über dem Arbeitsspeicher. Aber ihr seht selbst, dass da im Endeffekt, jetzt halte ich das gerade ein bisschen schief, dass da ein Spalt ist. Also es liegt nichts auf, ja? Also ihr seht selber hier, ich gehe jetzt mal ganz nah ran. Ihr seht selbst jetzt hier, dass Spalte sind, ja? Also ihr habt auf beiden Seiten Spalte. Aber ich muss sagen, es sieht auf der Seite tiefer aus als auf der. Ich gucke mal, ob ich hier noch nachziehen oder auf der anderen Seite etwas lösen muss. Ne, ich löse mal lieber auf der anderen Seite etwas. Dass wir es ungefähr gleichmäßig haben. Nicht, dass das schief steht. Ja, so passt das. Gut, sitzt, wackelt und hat keine Luft. Das war denn einfach jetzt erstmal schon der Kühler in dem Sinne. So, meine Freunde, wir haben jetzt nämlich hier Folgendes. Was mir jetzt auffällt und ich mich schon wieder an den Kopf fassen könnte, wir haben hier eine kleine Rillenkohle. Das seht ihr nicht, da ist eine kleine Kohle drin, wodurch ich da drunter komme. So, und da wir jetzt erstmal gucken, wo der CPU-Fan ist und ich hier nicht eben jetzt Kabelwirrwarr haben möchte, drehen wir das Ding so, dass ich am Ende von hier super wegkomme. Das ist jetzt die Halterung, meine Freunde. Jetzt bin ich dagegen gekommen. Wenn ich hier unten rede, sollte ich vielleicht auch das Mikro einfach mal weiter runterstellen. Dafür ist es ja da, nicht wahr? So, jetzt kann ich den hier nämlich hier drauf packen. Und flutsch, ist er drauf. So, meine Freunde, das ist denn jetzt im Endeffekt der Shadowrock LP oben drauf angebracht. Hier über die Seiten seht ihr jetzt, wie ich das da reingeklemmt habe. Ich muss mal kurz gucken. Da. Seht ihr das? Dazwischen, zwischen den Lamellen kam ich durch und dann konnte ich das da fit machen. Gut, dann haben wir das erstmal soweit fertig. Gut, dann holen wir uns mal das Netzteil, nicht wahr? Ja, hier haben wir das gute Stück, ne? Das Be Quiet Pure Power. Und also das Pure Power 9 mit 600 Watt Leistung. So, das bauen wir einfach mal ein. So, dass wir hier auch gar keinen Schaden von nehmen. Wir müssen ihn seitlich einbauen und da macht es Sinn, für den Kabel-Sleeve-Kram das natürlich so anzubringen, dass das auf der Mainboard-Seite liegt. Gut, alle Dinger drin. Schick. Gut, jetzt haben wir das als erstes. Die Kabel erst nochmal mit nach da hinten packen. Das ganze Kabelwirrwarr, was wir jetzt hier haben, können wir noch nicht gebrauchen. Und eigentlich soll das auch gar nicht auf der Seite liegen. So, das passt, das sieht super aus. Genauso ist der Rechner jetzt einsatzbereit. Oh Leute. Gut, so, jetzt haben wir das hier. Dann können wir den jetzt erstmal wieder hinlegen. Gut, bleiben wir in der Perspektive. Die geht ganz gut. Jetzt nehmen wir uns nämlich das Mainboard und setzen das ein. Da haben wir ein schönes Stück. Und abigaloppi
erstmal hier langsam vorbei an der Materie. So. Und an sich ist jetzt eigentlich alles ganz gut gelaufen. Jetzt muss ich bloß auf der Rückseite halt gucken, dass die Pins überall reingreifen. Perfekt gelandet, würde ich sagen. Ja. Herr Pilot, das war euer einsame Spitze und ich habe die Dinger völlig umsonst reingedreht. Sehe ich gerade. Aber ich habe hier auch gar keine Aussparung. Obwohl das für ATX ist. Aber ist okay. Dann kann ich die Dinger auch da drin auch einfach verschraubt lassen. Weil so habe ich den Kleinkram nicht später nochmal. Lasse ich den Kram einfach drin. Und wenn dann irgendwo mal was anderes verbaut wird, ne, meine Freunde, dann kriegen wir das auch hin. So, jetzt muss ich das mit den Schrauben im Endeffekt natürlich befestigen. Erstmal die ganze Schose, damit das alles auch schön fest sitzt. Und befestigen, damit es fest sitzt. Du bist ein ganz schlauer Kerl. Ja, ich weiß das. Ja, wenn ihr nicht alles sehen könnt, tut es mir leid, gerade dadurch, dass natürlich nicht mich seht, wie ich hier gerade nur Scheiße mache, so ungefähr. Das tut mir leid, aber ich habe nur diese eine Webcam und leider geht's anders nicht. Ich habe keine andere teurere Kamera. Sponsoren, die das jetzt gerade sehen und wollen, dass ich eine bessere Kamera benutze, die könnten natürlich gerne eine andere oder bessere Kamera sponsoren. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Oh, scheiße. Aber ich denke, im Großen und Ganzen seht ihr und versteht ihr ja auch, was ich hier mache. Wenn ihr Fragen habt, natürlich einfach in die Kommentare reinhauen hier in den Chat. So, was ihr natürlich nicht vergessen dürft, meine Freunde, ihr habt auch an der anderen Seite eine Aussparung, um das im Endeffekt auch festzumachen. Das heißt, aufstellen und auch die Mühe machen, diese Festschrauben natürlich auch von der anderen Seite festzuschrauben, wenn ihr sie denn findet. Supi, gut, haben wir das auch. So, jetzt legen wir es wieder hin. So, die müssen wir jetzt natürlich hier auch irgendwo anbringen. Wir haben hier unten im Boden die Möglichkeit, dort die Verschraubung vorzunehmen. Ich würde sagen, auch die 60 GB Festplatte, die packen wir die hin. Packen wir die auf den Boden oder packen wir die hier an der Seite? Ich würde sagen, die machen wir an die Seite. Ich mache die hier an die Seite. Hier an diese Seite. Die SSD, die 60 GB, die mache ich hier ran. Wir werden hier unten hingehen mit der letzten SSD und zwar mit der 256 GB SSD von Samsung. Welche ist das? Genau, kann ich euch nicht sagen. 6 GB per Second. Ja, wird schon, ne? So, hier haben wir die Aussparung für die Schräubchen wieder. Das sieht ja auch niedlich aus, ne? Da hängt dann eine Festplatte einsam und allein da auf dem Boden vom Rechner rum. Auch sehr. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. So, meine Freunde, und jetzt kommt im Endeffekt das wahre Herzstück. Jetzt kommt im Endeffekt die Grafikkarte, die wir jetzt hier noch mit reinpacken werden. Und ich weiß nicht, was das ist. Ihr habt die ganze Zeit so ein dreckiges Facebook-Symbol da oben. Seht ihr das? An dieser Stelle. Und schon ist es weg. Mein Gott. Das fällt mir auch mal zu spät auf. Ihr sagt aber auch nichts. Das finde ich nicht in Ordnung von euch. Ich kann einfach mal was sagen. So,
hier die Fans wieder den letzten Quartal. Die Fans, der Rechner hat Fans. Gut. Grafikkarte hole ich. Ist unterwegs. Wird eingebaut. So, meine Freunde. Hier ist das Herzstück. Hier haben wir die GeForce GTX 1060. Ne? Schönes Stück. Und die kommt jetzt im Endeffekt natürlich auch hier rauf. Gucken. Kabel ist an sich ja lang genug. Ich habe das CD-ROM-Laufwerk komplett vergessen, Leute. Ich vergesse immer irgendetwas, ne? Das kann es nicht sein. So, Grafikkarte kommt jetzt uno momento in die PC rein. So, fest, jetzt wackelt halt keine Luft. Okay, gut, dann ziehe ich das mal wieder weiter ran. Jetzt werde ich im Endeffekt einfach erstmal alle Kabel noch verpflanzen. Ich muss es jetzt alles schick machen da drin, weil an sich ist das Gerät jetzt, so wie es ist, ja betriebsfertig. Jetzt müssen natürlich nur das Stromkabel verbunden werden, alles andere miteinander. Das werde ich jetzt alles machen. Und deswegen... Seht ihr denn jetzt mich erstmal hier bloß rumwuseln und ich muss natürlich zusehen, dass ich das Kabelmanagement technisch doch irgendwie relativ schön hinbekomme.
Deswegen werde ich den PC wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen umschichten müssen. Vor allen Dingen ist das Kabelmanagement technisch relativ schlecht machbar, weil das scheiß Gehäuse nicht dafür richtig ausgelegt ist. Ich sehe, ich habe bloß hier oben eine Zufuhr und hier unten und ich habe sonst keine Kabelkanäle. Das ist richtig für den Arsch. Aber ich versuche einfach mal das Beste daraus zu machen.
So, damit habe ich das jetzt erstmal. So, jetzt kommt noch die Datenkabelei und dann schlussendlich noch das Stromkabel für die Graka. Na, Schlusskorbel für die Graka soll da noch rein. So, Datenverkorbelung ist passiert nicht. Also wir haben eine SSD dran. Für die zweite SSD fehlt noch das Datenkabel und für das Kacklaufwerk, was wir da haben. Mir muss mal einer erzählen. Egal, ich reg mich jetzt nicht wieder auf. So, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Jetzt hängt der Scheiß hier auch wieder rum. Also die machen es einem aber auch nicht leicht. So, PCI Express 1 kommt da unten so rein. Na, danke. Vielen herzlichen Dank. So. Gut. Darf ich das SATA-Kabel hier wieder? Ja, meine Freunde, wie ich gerade feststellen musste, ist der Stream und die Aufnahme gecrashed. Ich könnte kotzen, so kurz bevor wir fertig. Ich weiß jetzt leider nicht, wie weit wir da gekommen sind. Ich glaube, bei 2.28, da war ich noch beim bei den SATA-Steckplätzen fertig machen. Hat auch alles geklappt, da habe ich alles versteckt. Dann danach eigentlich nur noch natürlich die Verkleidung dran gemacht. Die Kabel einfach nur so gemacht, dass ich die Verkleidung ordentlich dran bringen konnte. Und eigentlich ist es das dann auch schon gewesen. Das Wesentliche haben wir ja alles gemacht. Und dann kommt eigentlich nur noch der Test, ob er denn anspringt, meine Freunde. Und das habe ich natürlich auch gemacht, aber ich mache es für euch nochmal. Und zwar gucken wir einfach mal hier. Ihr seht jetzt natürlich einmal, dass der Bildschirm sich da ein bisschen spiegelt, aber das Wesentliche ist das hier. Tada! Er geht an. Das heißt schon mal etwas. Den Rest kümmere ich mich gleich. Okay, er ist noch nicht so, jetzt hat er abgeschaltet. Ich glaube, den Rest kümmere ich mich gleich, weil ich ihn gleich anschließen muss. Ja, und wie gesagt, meine Freunde, ich war jetzt knapp 3 Stunden beschäftigt mit dem ganzen Kram. Ja, schade, dass ihr nicht bis zu Ende zuschauen konntet, weil der Scheiß, ich weiß nicht, warum OBS gecrashed ist, keine Ahnung. Codierung überlastet, meine Freunde, bei einer Auslastung von ca. 3% der CPU ist die Codierung überlastet. Alles klar, muss man nicht verstehen, aber OBS, du machst das schon. Ist im Endeffekt ein Gratis-Tool. Wenn ich ein Tool OBS, ich sag's ja einmal, wenn es dich gibt, bezahlbar, wo du wesentlich stabiler läufst, sodass ich mir nicht fast eine komplette Aufnahme von 3 Stunden ruiniere, weil das kann ich nicht wieder rückgängig machen, dann bezahle ich dafür auch, okay? Na egal. Wie gesagt, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und ja, könnt vielleicht einiges davon selbst verwenden. Ihr seht selbst, so schwer ist es an sich gar nicht, wenn man da ein bisschen, gut handhabt oder damit einfach sorgfältig umgeht. Und natürlich auch ein bisschen sich beliest, gerade auch bei manchen Sachen einfach mal die Anleitungen benutzt etc. Bringt einem einfach mal weiter. Ne? Und am Ende habt ihr dann auch was Schönes dastehen. Wie gesagt, über das Gehäuse oder sonstige Sachen lassen sich die Geschmäcker streiten. Aber wie gesagt, man muss ja halt gucken, was einem selbst am liebsten ist. Ne? Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß bei der ganzen Sache. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich wollte hier auf keinen Fall irgendwelches professionelles Zeug ablabern. Einfach nur für die, die mal wieder Bock hatten zu sehen, wie man denn einen PC wieder von Grund auf aufbaut und zusammenbaut und dann im Endeffekt auch dieses Erlebnis hat, wieder auf den Power-Knopf zu drücken und es funktioniert. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht, meine Freunde. Das eigentlich nur mit euch teilen und dann teilhaben lassen. Und an dieser Stelle würde ich dann einfach sagen, ich verabschiede mich. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei oder in einem Stream bei Twitch bei mir. Meistens abends ab 20 Uhr. Oder klickt die anderen Videos. Ich habe sowas ja schon vorher mal gemacht. Wie gesagt, oder konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Ich laber darüber gern mit euch. Ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch ein ruhiges Wochenende, was ja vor der Tür steht. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.